Ich zeige euch in dem Video, wie man das Volumen der Silagekabel erhöht und den entsprechenden Radlader dazu anpasst. Dazu geht ihr in Steam in das Verzeichnis Farming Simulator 22 mit der rechten Maustaste auf Verwalten und anschließend auf lokale Dateien durchsuchen. Dann geht ihr auf Data und wählt in diesem Verzeichnis Vehicles. Und in diesem Verzeichnis, in dem neuen, sucht ihr euch den Hersteller der Ladegabel, in dem Fall Ahlbutt. Das ist die, die ich hier gekauft habe, die letzte, die normalerweise 8000 Liter hat. Um die XML-Datei jetzt zu sehen, geht ihr mit der rechten Maustaste auf Ansicht, auf Details. Und dann seht ihr das aufgeschlüsselt und könnt die XML-Datei mit Notepad++ öffnen. Und in der Zeile 107 und 110 ist die Kapazität der Ladegabel angegeben. Die ende ich jetzt hier mal ganz krass, vielleicht auch ein bisschen übertrieben, auf 40.000 Liter. Ihr müsst beide Zeilen ändern, wenn ihr nur eine ändert, funktioniert es nicht. Müssen beide geändert werden. Anschließend das Ganze speichern, sich das Ergebnis angucken und sich nicht wundern, wenn vorne fast 40 Tonnen hängen, dass sie mit dem Arsch ein bisschen in der Höhe steht. Und das müssen wir jetzt noch ändern. Dazu geht ihr wieder auf Verwalten, lokale Dateien durchsuchen, Data, Vehicles und sucht euch unter der Zeile Class den entsprechenden Radlader aus, den Thorion. Öffnet die XML-Datei, in dem Fall mit Notepad++. Dann habe ich das Gewicht hier geändert von 15 Tonnen, knapp 15 Tonnen, auf 18 Tonnen wiegt er jetzt. Um auch diese Masse, die er jetzt vorne transportieren muss, bewegen zu können, muss auch in den Motordaten geändert werden. Und ich habe euch hier gezeigt, was ich geändert habe. Einmal sind es 324 PS habe ich ihm gegeben, eine Drehzahl von 3200. Dann war er mir zu langsam, deswegen fährt er bei mir 60. Damit er mit dem Gewicht auch bremsen kann, habe ich die Bremskraft erhöht auf 24. Und was auch geändert werden muss, ist das Drehmoment in diese ganzen Zeilen hier. Überall, wo im Original eine 0 steht, kommt eine 1 davor, und an den Plätzen, an denen eine 1 steht, schreibt er eine 2 davor. Dann hat er die Power, oben auch das Gewicht, das diese Silagegabel jetzt hat, so transportiert. Allerdings ist der Reifen vorne ziemlich platt, deswegen empfiehlt es sich beim Kauf, Breitreifen zu kaufen. Dann sieht das Ganze nämlich so aus. Und das Volumen könnt ihr hier sehen. 40.000 Liter ist halt etwas mehr als 8.000 Liter und die Silos sind dann entsprechend auch schnell gefüllt. Ist nicht jedermanns Sache, so zu spielen. Mir macht das so mehr Freude. Und sollte er wieder erwarten, doch noch hinten hochgehen, dann gibt er einfach noch mehr Gewicht.